Der stolze Haltung ist die einzig passende in all diesen Aktionen. Denn so wie es der Gott der Stechmücken, man sprach schon damals von dem Apollo oder dem Dionysos der Fliegen, jener Fliegen, die um die Pilze schwirrten, der Fliegenpilze sozusagen. Du hast also ein Bewusstsein und damit wird dir bewusst, dass du ja da bist und alles Sein da bist. Und damit wirst du gleichzeitig gefickt, nämlich mit dem unbegründeten Todesurteil, dass dieses Bewusstsein sich wieder auslöschen wird, wieder weg sein wird, sich alle seine Werke und Akte verundinglichen, verunwirklichen, ungeschehen machen wird. Und zwar, wie wir gerade gesagt haben, ohne jeglichen Hinweis, wieso, warum, weshalb, wodurch. Denn du sollst das nicht erkennen, du sollst das durchziehen. Dieses, du wirst gefickt werden durch den Tod, ahmt jenes andere Verhältnis von Imago. Du bist eine Person, du hast eine Körperhülle, du hast eine Körpergestalt. Du bist etwas, du bist ein Ich, du bist eine Vorstellung von dir selbst, du bist ein super attraktives, stolzes Körper, Form, Typen, Aberwitzigkeitsgebilde. Und dann kommt die Invasion und du wirst okkupiert durch ein Drittes, durch ein anderes, durch Artemis, Sendboten, durch die Annunziation eines abgöttlichen Anderen, das sich einnistet in die Matrix, in das Rhizom. Du wirst gefickt, du wirst angestochen, du wirst getötet, du durchläufst den Tod und aus deinen Resten sprießen dann neue Keimscheimlinge, neue Absprießlinge, neue Klons deiner selbst an den Tentakelarmen hervor. Und auch das hat den gleichen Analogievorgang. Du wirst nicht informiert darüber, warum, wozu, weshalb, von wem. Die parthenogenetische stammt immer von dem anderen, von der abgöttlichen Selbst ab, ohne dass in der Botschaft des, dass du wirst da niederkommen und ein Kind des Göttlichen gebären, dass der Sohn der Erde sein soll oder die Tochter des Zepters. Du wirst darüber informiert werden durch die Erzengel, durch die Boten, aber du wirst nicht informiert werden. Wieso denn auch? Warum? Wozu? Weshalb? Darf ich da Einwände erheben? Warum sind sie nicht nach Sirius B geflogen und haben Einspruch erhoben gegen diese Sprengung der Erde wegen Bauen einer Hyperraumumgehungsstraße, auch wenn sie so ein rückständiges Wesen sind und das nicht wissen, wie sie da hinkommen, die paar Lichtjahre entfernt, na dann müssen sie schauen, wie sie damit zurechtkommen, dass all das, was sie gewesen sein werden, ohne Begründung in einem unwiderruflichen Urteil des Geficktwerdens, in einem unumkehrbaren Vorgang der irreversiblen Zeitausfältelung, immer nur all'avenire in die Zukunft, in die Hoffnung, in das Ankommende, aber niemals zurück in die Zukunft. 3. Dem DeLorean ist der Sprit ausgegangen. Punkt, Punkt, Punkt.